das sozial realistisch? Sag du, mach du es bitte, ich kann es nicht. Ich klinge so Nachrichtensprecherin. Tag des sozialrealistischen Dramas der schwersten Arthouse-Sorte und auch des sozusagen, nennen wir es mal, freundlich-didaktischen Filmes. Ja. Ich glaube, wir sollten mit meinem anfangen, weil ich glaube, die von einer Skala von 1 bis 10 für didaktische Filme ist der eine 9,8 mindestens. Wir reden hier gerade von Lucielle Attendra, von Marie Castille Mention Charles, die uns schon beglückt hat mit Die Schüler der Madame Anne. Und diesmal haben wir einen Film, der nach den Anschlägen von Paris gemacht wurde und der sehr viel damit zu tun hat, denn er ist so eine Art Erklärfilm, wie Leute, vor allem Franzosen, quasi sich radikalisieren. Vor allem und französische junge Mädchen. Genau, das beruht auch auf ein paar tatsächlichen Ereignissen, wo junge Mädchen quasi, ohne dass die Eltern das gemerkt haben oder wussten, nach Syrien gegangen sind und man sie bis heute nicht mehr gefunden hat, weil sie sich dem IS angeschlossen haben. Die große Frage ist natürlich, wie kann das überhaupt passieren? Was ist denn da geschehen? Und dieser Film versucht, das sagen wir, zu beantworten und aufzuzeigen. Anker des Films ist eine Selbsthilfegruppe von Eltern, deren Gemeinsamkeit ist, dass sich ihre Kinder quasi radikalisiert haben oder beziehungsweise radikalisiert wurden. Manche von denen sind tatsächlich nach Syrien gegangen und sind weg. Andere haben gerade das Problem, dass sie zu Hause einen Teenager haben, der sozusagen völlig von Sinnen ist und sie nicht so richtig wissen, wie sie ihre Kinder sozusagen reprogrammieren können. Und aus dieser Gruppe heraus sehen wir die Geschichten von zwei verschiedenen Mädchen, die quasi gegenläufig sind. Das eine Mädchen ist fast nach Syrien gegangen und ist dann, Gott sei Dank, muss man sagen, am Flughafen umgekippt und hat es nicht geschafft. Das andere Mädchen hat es geschafft und wir sehen, wie das eine sich zurückkämpft ins Leben, währenddessen bei der anderen ganz eindeutig aufgezeigt wird, wie dieser Prozess überhaupt stattfindet. Und ich muss sagen, das ist schon sehr erstaunlich. So die erste Hälfte des Films dachte ich so, das kann doch jetzt nicht sein. Wer glaubt denn sowas? Wer macht denn bei sowas mit? Selbst so 14-, 15-jährige Mädchen müssen doch merken, dass da was nicht stimmt. Aber es ist eigentlich recht clever gemacht. Ja, die werden über Facebook angesprochen. Es sind junge Männer, die sich dann für sie interessieren und ihnen Komplimente machen und sie toll finden. Und auch an den Weltverbesserungsdrang anschließen, ja, den sie haben. Genau. Und dann geht es so los mit, guck doch mal dieses Video und schau doch mal dieses Video. Und dann beginnt ein sehr langsamer, aber sehr ausführlicher Prozess einer sehr interessanten Indoktrination, der so clever gemacht ist, dass man, glaube ich, lange, lange Zeit überhaupt nicht merkt, worum es geht. Und wenn man es merkt, ist es meistens schon zu spät. Und dann sind diese Mädchen also wirklich einer Gehirnwäsche unterzogen worden und sind völlig abhängig von diesen angeblichen Jungs, mit denen sie da kommunizieren. Und dann ist eigentlich schon fast alles vorbei. Und der Film zeigt auch auf, dass es fast unmöglich ist, als Eltern das irgendwie zu bemerken oder irgendetwas dagegen zu tun. Also das Interessante ist auch, dass die zwei Familien sind jetzt keine zerrütteten, eigenartigen Familien aus dem Banlieue oder sowas. Das sind so klassisch mittelständige, ordentliche Familien, in denen das passiert ist. Die auch Anteil nehmen am Leben ihrer Kinder. Absolut, genau. Aber alle Anzeichen als pubertär einstufen. Richtig. Pubertäres Trotzverhalten. Ja, und so, eigentlich ist der Film völlig konventionell erzählt, aber er hat halt wirklich diesen extrem didaktischen Modus, dass er versucht zu erklären, wie das passieren kann, ohne dass er auf der einen Seite sagt, Eltern sind selber schuld oder diese Kinder sind selber schuld, oder dass er versucht, in irgendeiner Art und Weise sozusagen solche Leute in Schutz zu nehmen, die sich so radikalisieren lassen. Also das ist schon so eine kleine Gratwanderung. Deswegen bleibt er so im erzieherischen Modus, so im Aufzeigen und Analysieren dieser Modi, wie diese Kinder sozusagen rekrutiert werden. Und er legt auch sehr viel Wert darauf, zu differenzieren zwischen Radikalisierung und einer zunehmenden Religiosität. Ja. Und versucht dann durch die Figur dieser Frau, die diese Therapie leitet, zu vermitteln, dass es unterschiedliche Anzeichen gibt und worauf man achten müsste. Mhm. Und das ist sehr, das ist fast schon praktische Erziehungshilfe. Ja, so ein bisschen, das ist so, ich glaube, das ist so ein klassischer, wird in der Schule gezeigt, genau, Film. Ja. Aber wenn wir schon mal krass sind, Maria war jetzt auch nicht ohne. Das stimmt. Maria ist ein typisches Sozialdrama.
von Michael Koch. Er erzählt die Geschichte einer Ukrainerin, die in Dortmund in der Nordstadt lebt und dort als Reinigungskraft in einem Hotel arbeitet, dann aber ihren Job verliert, weil sie beim Stehlen erwischt wird. Und Maria hat es satt, für 4 Euro die Stunde zu arbeiten und jede Woche 150 Euro an ihren Vermieter zu zahlen für eine Wohnung, in der im Bad die Wasserleitung leckt. Und deswegen will sie sich nicht mehr ausbeuten lassen, sondern sie will jetzt über sich und ihr Leben selbst bestimmen. Und also beginnt sie, ihrem Vermieter kein Geld mehr zu zahlen, sondern ihm sexuelle Dienstleistungen zu erweisen. Sie steht ihm als Begleiterin zur Verfügung. Das klingt jetzt aber so wie klassische Prostitution. Es ist keine. Also es ist insofern, sie kriegt kein Geld dafür, sie spart Geld. Okay. Und sie trifft eine klare Entscheidung. Das ist auch im Film zu sehen, wie sie kurz für einen Moment da steht und überlegt, was mache ich jetzt? Gebe ich ihm die 150 Euro, die sie hätte? Oder behalte ich die 50 Euro, die ich sparen möchte für meinen Friseursalon und blase ihm stattdessen ein? Und sie entscheidet sich dann für Letzteres. Und er lässt sich darauf ein. Mhm. Und durch ihn lernt sie dann noch einen anderen Mann kennen, in den sie sich verliebt. Und der Film greift sehr schön dieses typische Klischee auf: Ukrainerin, illegal in Deutschland, Prostitution. Alle Männer halten sie auch für eine Prostituierte, aber sie lässt die abprallen. Sie lässt sowieso, sie lässt sich nicht verarschen, sie lässt nicht mit sich spielen, sondern sie weiß sehr genau, was sie will. Und sie ist hart zu anderen und auch zu sich selbst. Also keine so klassische Opfergeschichte? Auf gar keinen Fall. Sie weigert sich, diese Rolle anzunehmen. Und sie muss sich dann irgendwann zwischen ihrem Traum und ihrer Liebe entscheiden. Und die Entscheidung fällt ihr sicherlich nicht leicht, aber sie trifft sie. Und sie ist jemand, ihr fällt der Traum nicht zu, sondern sie erarbeitet sich ihren Traum, damit er wahr wird. Und deswegen ist sie am Ende vielleicht nicht glücklich, aber sie ist stolz auf das, was sie erreicht hat. Und das unterscheidet den Film dann doch von so typischen Betroffenheitsdramen, genau. Sag ich mal. Also keine Betroffenheit, sondern eher Stärke. Also aus Härte heraus. Ja. Und sehr, sehr sozial realistisch, mit Laiendarstellern vor Ort gedreht. Der Regisseur hat lange in der Hamburger Nordstadt recherchiert und mit Leuten gesprochen. Und man hat schon das Gefühl, einen Eindruck zu bekommen, wie das Leben ist, wenn man illegal in Deutschland ist und auf Vermittlungsdienste angewiesen ist und dafür immer bezahlen muss. Und das hat mir gut gefallen als. Also quasi zwei sehr realistische Filme, die sich gerade mit Themen beschäftigen, die hochaktuell sind, aber beide, wenn ich es richtig verstehe, so im Gewand des Arthouse-Films. Genau. Also so, eigentlich möchte man sagen, schon von der Ästhetik und der Machart eher so klassisches Sonntagnachmittag ins Programmkino Kino. Und damit passen sie auch gut nach Locarno. Das stimmt. Ja schon, das stimmt. So eine sozialrealistische und gleichzeitig sehr ästhetisch ambitionierte Tradition. Das stimmt. Also so 80% der Filme, die hier laufen, sind, glaube ich, so in diese Richtung. Ja. Und die anderen 20% müssen wir uns nochmal angucken. Denn wir haben noch nicht alles gesehen, was Locarno zu bieten hat. Deswegen gehen wir jetzt ins Kino, wo wir hingehören. Da verbrennen wir wenigstens auch nicht. Und ihr könnt derweil unsere viel, viel besser formulierten Texte auf unserem wunderschönen Blog angucken, wo wir euch das alles nochmal ganz kohärent zusammengeschrieben haben. Genau. So, wunderbar. Aber vielleicht gehen wir noch Eis essen. Eis? So Eis können wir noch. Es ist so warm, man muss ja. Ja, ja, okay. Tschüss, tschüss. War viel besser. Siehst du?